Herzlich willkommen zurück in Space Engineers und der Umbauphase 1 möchte ich es mal so nennen. Ich habe hier gerade ein Loch reingemacht, dass ich hier direkt hochkomme in das Cockpit. Und nicht ganz das noch modifiziere oder so, keine Ahnung. Und noch eine nervige Tür. Ja, da können wir auf jeden Fall mal eine Tür reinsetzen. Das war eine Sliding, oder? Nehmen wir da eine Sliding oder eine Airlock? Ach, da haben wir die gar nicht drin. Also, hilft uns, brauchen wir ja. Können wir ja nur die Sliding. So, dann nehmen wir da rein. Und da rein. So. Dann setzen wir die hier unten auch gleich rein. Einmal so und einmal so. Da kommen sie schon. Perfekt. So, dann kommen wir hier nämlich halbwegs vernünftig durch. Und dann setzen wir hier natürlich auch gleich eine welche rein. Das Thema von den Socken her. So. Ach, das war was zu voreilig. So. Hier haben wir ja diese, ja, diesen Durchgang, diese Zwischenbrücke. Das finde ich so geil. Das Tank hier. Machen wir auch gleich noch Tür rein. Oder brauchen wir da Tür? Nö, das lassen wir offen. War nicht mal schlecht. Da sind die Batterien eingebaut. Aber hier müssen wir auf jeden Fall Türen reinmachen. Nach außen gerichtete. Da waren sie drin. So. Aber sind wir schon wieder am Heck des Schiffes, ne? Da wollte ich gar nicht. Oben haben wir auch noch mal Türen. Da ging es wohin? Ach ja, das ist ja bloß so ein Rundgang. Das werde ich komplett rausschlachten hier. Das kann man nämlich anderweitig nutzen. Bestimmt irgendwas dahinter. Kann ich mir vorstellen. Aber eins nach dem anderen. Okay, Brücke. Brücke, Brücke. Brücke, Brücke, Brücke. So. Momentan der Sauerstoff nicht funktioniert, weil ich das immer noch nicht umstellen kann, beziehungsweise es ist eingeschaltet in den Spieloptionen, dass man hier auch Dingens bekommt. Also Druck, Sauerstoffdruck. So, jetzt müsste man den hier, werde ich abbauen. Und da kommt ein Arc-Reaktor hin. Bitte in der Nietenstation einzusammeln. Bitte höflichst. Vielen Dank. So, dann setzen wir uns hier den schönen großen Arc hin. Der ist dann da verbunden, genau. So machen wir das. Hier mal schnell ein bisschen abladen. Wow. Geht ja schon. Wow. Den Arc Fuel mehr, ne?
das hier mal gebrochen werden. Nehmen wir mal 1000 Stück her. Versuchen sich das Zeug gerade aufzuteilen, wie es ausschaut. So. Das ganz schön hier im Schiff rum. So, sammelt das mal schön fleißig auf. Ah, da läuft das Arc Fuel schon. Noch mal ganz schnell gucken. Uranbarren. Ach, wir haben ja diese Azimov, genau. Könnte man drüben mal abschalten. Fusionsreaktoren. Fusionsreaktoren, die schalten wir mal ab. Sollte die Produktion hier eigentlich... Da läuft es in den Ingot-Container. Doch gut aus. So, dann haben wir hier nämlich Platz für große Cargo-Container. Raffinerien umbauten. Auf jeden Fall haben wir jetzt erst einmal Strom. Military. Ich mag diese Dinger hier nicht. Noch weniger. Hier, ja, weil da. Okay. Ah, aha. Aber man würde von da hinkommen. Das bedeutet, wir machen hier einfach zu. Den Bereich könnte man dann noch anderweitig nutzen. Genau, den Bereich machen wir einfach dicht. Einmal. 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 Da haben wir dasselbe Spielchen auf der anderen Seite. Sicherheit auch. Ja, nicht deutlich zu sehen. Ne, das war ja hier. Da. Und das ist dann der Block hier, genau. Muss man hier wieder eine Tür haben. Genau. Dann machen wir das auch gleich zu. Einmal. Dreimal. Dreimal. Vielen Dank. Ich weiß noch nicht, wie weit ich diese Ansaugstutzenluke hier brauche, nutze, wie auch immer. Aber das werden wir sehen. Hier auf jeden Fall. Und hier eigentlich drunter. Okay, das ist das Problem. Könnte man noch irgendwas einbauen?
Sauerstoff braucht man hier auf jeden Fall nicht. Und da willst du den Verbinder rausgehen. Genau, da ist der Erdsensor. Da vorne dann irgendwo der Verbinder. Oder könnten wir das? Oder könnten wir das hier komplett mit so was hier? Gleich mit richtigen Konveyern versehen. So. Machen wir da einen richtigen Block hin. So, haben wir da drüben auch eine Schräge? So. Passt. Hey, warte mal, wir könnten den hier hochziehen, aber dann fällt die Lampe, ich will die Lampe da oben nicht wegmachen. Die da leuchtet da so schön. Ich muss ja erst wieder alles neu einstellen. Das heißt, ich muss ja zumachen. Wenn ich ja aber zumache, muss ich ja auch wieder hier hochkommen. Das heißt, daraus komme ich nicht hin. Was für ein Block. Schon wieder ein Conveyor-System. Aber wo gehst denn du überall lang hier? Meteor Storm inbound. Ja, ja. Was ist davon? Ah. Ja, das könnte man doch hier komplett. Komplett zumachen. Müsste dann daher genauso ausschauen. Oh. Aber schnell jetzt. Schnell wollte ich gar nicht. Muss ich mal kurz rausgucken. Wir haben ja da zwei Raketenwerfer dran. Ich bin jetzt bei dem oberen. Wird denn der untere geladen? Das verstehe ich nicht ganz. Von draußen finde ich suboptimal. Würde ich sagen. Quatsch. Machen wir da gleich ein komplettes System hin, ne? Sieht man mal wieder, dass da jemand bloß im Creative-Modus gespielt hat und nicht im Survival, während er das aufgebaut hat, hier das Schiff. Weil es täte nämlich so nicht funktionieren. Beziehungsweise täte man bloß mit zwei Kanonen statt vier schießen. So, dann hätten wir hier noch einmal Platz für irgendwas. Inklusive Conveyor-System. Dem Außenaufgang. Weit geht die Treppe? Ist das ein gerader Block? Das ist ein gerader Block. Ah ja, und dann kommt die nächste Treppe. Und da wieder einen rein. Gut und schön. Aber wie gesagt, da können wir aber noch irgendwas hinbauen. Das lassen wir aber erstmal offen. Zumindest vorläufig. Naja. Dann mal wieder dieses blöde Conveyor-System hinter der Glasscheibe. Aber das lassen wir, das dient zur Optik. Das ist okay. Genau, dann machen wir da wieder einen hin. Danke. Gut, das Conveyor-System müssen wir dann später hier legen, dürfen wir nicht vergessen. Das markieren wir uns mal. Das nicht vergessen.
könnten wir noch neu verbinden. Okay. Genau, das ist hier das Konveyor-System, da kann man reingucken, da sind die Krankenstationen. Genau. Eine Ansaugecke hier. Kann man von hier aus, kann man dann vorne rein und zum Cockpit hoch. Okay, und das zweiten Satz. Ist okay, die Raketenwerfer wären auch fertig. Apropos, da könnte man mal ein paar Raketen produzieren. Assembler 4. Assembler 4 benötige ich Magnesium und Uran. Assembler 4. Magnesium ist da, Uran ist da. Magnesium. Ich vermute, dass Assembler 4 nicht zu unseren Anlagen gehört, sondern nur Montageanlage. So ist es. So, brauchen ein paar Missiles. Sind das die da? Raketen, genau. Wir haben 4 Raketenwerfer, also machen wir 4000 Schuss. Sollte dann reichen. Oh, schauen wir hier gleich mal rein. Das erste kommt. Dann brechen wir hier mal ab. Dafür läuft. Das mal hinter. Sie scheinen aber nicht durchzulaufen hier. Egal. Schauen wir uns später nochmal an. Erzsensor. Passt. Okay. Wenn wir nochmal da runter gehen in das unterste Deck da. Okay, muss ich mir das einfallen lassen. An dem Geschütz kommt man echt bescheiden vorbei. Sollte man vielleicht hier vorne hin montieren. Oder später halt dann da ganz von. Oh. Ach, da müssen wir wieder zumachen. Darunter. Hab's vergessen. Da hinten, glaube ich, ja. Meine Güte. Manchmal ist der Schleifer so schnell, kann man gar nicht so schnell aufhören mit drücken.
Ich hasse diese Türen. Oh. Na, der Jump Drives, okay. Weiß ich immer noch nicht, wie ich da runterkam. Das sind die Jumps, die muss man dann später umbauen. Die Meise, ne? Ich finde mich in dem Schiff nicht zurecht. Die Station ist doch theoretisch da unten. Ich glaube, ihr schlagt euch gerade die Hände vor den Kopf. Ich glaube, da, oder? Nee. Genau, die Krüge kommen wir da. Da war der Eingang irgendwo da hinten. Oder ist das der, den ich hier zugemacht habe? Ja. Doch, das ist der. Okay, dann brauche ich einen neuen Zugang. Könnte man theoretisch hier rein. Ist auch ein ganzer Block. Dann da unten rein. Hier zu. Bitte, danke. Genau, da von da soll man nämlich dann war ja dieser Rauf- und Runtergang. Genau. Wir brauchen theoretisch bloß eine Kryokammer und eine Krankenstation. Da kommen wir nicht raus. Da sind wir im All, alles klar. So. Das heißt, immer noch gar nichts. Wir machen dazu. Das heißt es. So. Okay. Dann haben wir hier unsere Tanks. Vollkommen okay. Bauen wir das da ab. Und die gleich mit. So. Mal gucken. Ah ja. Jetzt noch komplett nach draußen, das wollen wir nicht. Und hier ging es in den Hof, alles klar. Das so.
Kommt die Lampe hier weg. Und da auch ein Blöckchen hin. Auf der anderen Seite machen wir das genauso. Lämpchen weg, Blöckchen hin. So. Energy low. Yes. Wir haben ja hier eine funktionierende Kammer. So. Moment, wenn ich hier die Flasche reinlege, geht ja die vorne automatisch weg? Nee. Natürlich nicht. Wir hatten doch hier irgendwo unseren Sauerstoffgenerator. Genau. Oh. Er ist hier nicht verbunden. Schlecht. Okay. Mal den hier weg. Ich will mal ein bisschen Licht anmachen. Ne? So, wenn wir dann den hier reinsetzen. Dann nehmen wir den anderen. Genau. Wird auch das hier schön abgerundet. Perfekto. Guck mal, hier nehme ich rein und raus. Und da oben. Das Lohnen von der Optik. Ja. Aber einen dreieckigen könnte man reinsetzen. Den so. Jetzt müssen wir da lang. Eigentlich kommt man sogar mit dem Ganzen rein. Na, dann machen wir da drüben auch. War ich zu langsam. Okay, super. Läuft. Läuft, läuft, läuft. So, und dann haben wir diese Folge natürlich schon komplett überschritten, Zeit meine ich. Aber ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.